ist das Hinterzimmer mit diesen Hintergründen. Und im Endeffekt geht es auch darum, dass man einen Weg findet, seine eigenen Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten in irgendeiner Form zu entfalten. Mhm. Und wenn es dann wer hört an und wenn man dafür honoriert wird und vielleicht eine Kohle auch noch kriegt, dann umso besser. Weil es soll ja qualitativ auch was hergeben. Eben, weil bei Sportlern, das ist immer so, ein Hansi Hinterseher, der ist ja auch jetzt nicht immer in der Lage, bei Live-Konzerten live zu singen. So sagen wir es, seine Tontechniker. Bei der Liz geht es sich aus, oder? Ja, definitiv. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch Sänger, bei denen sich das Singen nicht ausgeht, ja, die sich als Sänger bezeichnen. Ich mag einfach nicht lachen. Ja, das ist gekünstelte Lage. Ich habe nicht verstanden, warum, wenn man jetzt da bei Dances oder also irgendwo sitzt, dass man die ganze Zeit. Ich schaue einfach so, wie ich schaue. Ja, also was soll ich denn machen? Ja? Ich hab's sehr sympathisch. Ja, danke. Wirklich. Du bist der Einzige. Aber jetzt ehrlich, was ist dein Traum? Mein Traum? Der nächste. Mit knapp 50 hat man keine Träume mehr. Überleben ist mein Traum. So wie mein guter Freund von mir gesagt hat, das leben wir jetzt noch fertig. Und dann. Der ehemalige Skiprofi Liz Görgel, Doppelweltmeisterin, gewinnt die Tanzsendung des ORF und damit einen Plastikstern. Jetzt sitzt sie auf Naturleder, gemeinsam mit ihrem Verlobten Chris Haras bei Flo Rudig. Es geht um enge Tanzpositionen, Hausbaustress, Stefan Petzner und eine Message an die Welt. Geht's jetzt da echt schon? Es geht schon, sag ich mal. Na, sind wir jetzt echt schon an? Ja. Du musst. Und jetzt geht's los. Und jetzt, wart, dann ganz hochoffiziell. Und dann musst du aber noch eine Frage stellen. Jetzt. Nee, das wäre eh so. Das wäre so reingegangen, also quasi in die erste Frage. Okay, du machst ja, das und dann mach machst du die Frage. Ich mach das, wart, schau. Super. Hochoffiziell, die Hinterzimmerklappe öffnet das Gespräch und fragt natürlich zuerst einmal, na danke, dass du da seid. Ist es schwerer, leichter, wenn man jetzt gemeinsam auch sozusagen in der Öffentlichkeit steht? Naja, nachdem wir gemeinsam auch jetzt Musik machen, also sprich, wir jetzt Songs rausbringen und so weiter, befruchtet sich das natürlich schon gegenseitig. Also es ist natürlich, ich merke schon auch natürlich, wenn wir jetzt gemeinsam, wenn ich bei Dancing Stars im Bild war, ist sowieso, kriegt man halt auch viele Rückmeldungen, dass man ein bisschen freundlicher schauen soll, wenn man im Fernsehen ist. Ja. Jedes Mal. Das ist schon so unfreundlich. Sie ist bis angefressen. Ich schaue ganz normal. Ich schaue so immer. Ja, aber gut. Auch mein, privat. Ich mein Fernsehgesicht. So schaue ich immer. Ich mag einfach nicht lachen. Ja, und das ist gekünstelte Lage. Ich habe nicht verstanden, warum, wenn man jetzt da bei Dances also irgendwo sitzt, dass man die ganze Zeit. So, ja, ich schaue einfach so, wie ich schaue. Ja, also was soll ich denn machen? Ja? Ich habe es sehr sympathisch gefunden. Ja, danke. Wirklich. Du bist der Einzige, der mich sympathisch gefunden hat. Nein. Es hat ein Gegengewicht gebraucht zur Strahlewelt. Ja, richtig. Ja, man kann ja nicht ständig gut drauf sein. Na, vor allem, es lässt sich mit einem Rockmusiker echt nicht vereinbaren. Ja, es war generell schon eine Aufgabe, dort zu sitzen, weil Dancing Stars ist jetzt nicht mein Favorite-Format unbedingt. Also, kann ich ganz offen drüber reden. Ich kann jetzt darüber sprechen. Ne? Jetzt darf ich kann es jetzt. Kann jetzt es sagen. Hier kann ich das alles. Aber hat es vereinzelt auch Tänze und Songs gegeben, wo du gesagt hast, die erreichen auch mich? Oder war es für die immer so, das Gesicht, das du nach außen gegeben hast, hat dem inneren Empfinden entsprochen? Nein, mir hat sehr taugt Misery Lou, das ist von Dick Dale, glaube ich, das ist so ein Surfsong. Das war euer. Das war, Paso Doble, oder genau, was ist das? Pulp Fiction? Paso Doble, genau. Also das ist ja so ein Surfsong, der sehr auf Gitarre basiert. Und so. Das war cool. Also jetzt rein musikalisch. Ja, und rein tänzerisch? Rein tänzerisch? War alles schön. Es war alles schön. Ich war nicht jede Sendung dort. Deswegen ja. Aber ich habe mir sagen lassen, auch von den Begleitpersonen, die mit dem Chris dort waren, der Molle gesagt, er hat ganz stolz, war er immer und ganz eigentlich. Schon? Ja. Ja, schon, ja, stolz und auch, ich war konzentriert im Blick natürlich. Ja. Ja. Ich war auf die Technik, auf die technischen Details konzentriert. Oh, du naja, du, ja, ich meine, im Laufe des. Hast gegoogelt werden. Im Laufe der Staffel mich damit beschäftigt natürlich auch in meiner Freizeit. Aber ich glaube, so viel hat er jetzt noch nie über Dancing Stars geredet, der Chris, weil ich habe zwar, glaube ich, die Zeit nicht gehabt, oder? In dieser Hochzeit? Ja, es war eigentlich sehr intensiv von der Zeit für mich, weil ich den ganzen Tag eben eingespannt war, was das Training betrifft. Und zusätzlich haben wir in unserer, oder in meiner Privatzeit, aber eigentlich in unserer gemeinsamen Privatzeit,
noch ein Haus gebaut oder halt finalisiert. Was ja nicht gemacht, also zur gleichen Zeit passieren hätte sollen, nein, aber es ist aufgrund von Lieferproblemen so zu dem gekommen. Genau, wer halt Haus baut oder das schon mal gemacht hat, weiß, dass sich das meistens verzögert und bei uns war es halt auch so, obwohl wir eigentlich alles durchgeplant gehabt haben. Im Endeffekt wollten wir im Dezember spätestens einziehen und im Endeffekt war es dann der 1. April und es war genau jetzt in der Zeit. Die Pressekonferenz war am 18. Februar und am 19. bzw. 20. Februar sind die Module gekommen, also die mit dem LKW und an meinem Geburtstag. 20. Februar, sind die Module gekommen und dann ja, ist halt erst losgegangen. Ich habe nur davor irgendwie am 8. März mein komplettes Möblar von Innsbruck mit einem 7,5 Tonner LKW eben von Innsbruck nach Wien 7,5 übersiedelt. 7,5 Tonner in Worten. Ja. Ein Haushalt. Ja. Und das war dann irgendwie zwischengelagert. Ich wollte es aber noch vor der ersten Sendung, die am 15. März dann war, über die Bühne bringen und ja, und dann ist das halt alles jetzt nach der Reihe passiert. Und hat der Chris jetzt quasi das Haus allein aufbauen müssen? Er hat ein Haus gebaut. Nein, idealerweise ist das ein Fertigteil, ein mobiles Fertigteilhaus, wo wir nicht wirklich was tun haben müssen, aber die Kisten waren und sind zum Auspacken. Sonst nichts, Chris. War so relaxed. Es war gar nichts. Ein bisschen organisieren halt. Warum? Weil gestern war das alles noch ganz anders geklungen. Ja? Die Wertschätzung der Sage. Ja. Nein, es war halt, es kannst du dir eh vorstellen. Also es kommt ein Haus und dann kommen Leute. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann ist ja nie ein Haus vor der Tür gestanden. Ja, das war halt so. Ja. Das Haus ist von zwei Tagen gestanden. Dann ist halt Innenausbau noch ein bisschen passiert. Aber da passieren viele Dinge und viele Fragen tauchen auf von Handwerkerseite, was auch immer. Also es ist natürlich organisatorisch und logistisch schon recht aufwendig. Und ich meine, ich muss sagen, im Vorfeld hat jetzt, quasi die ganze Armaturen, Bad und so weiter, Lichtlampen und so weiter, diese ganze Aussucherei, Online-Bestellerei, was auch immer, die Chefin. Und hat sie super gemacht, hat sie reingehauen und war auch generell im Vorfeld sehr engagiert. Mehr als ich mit Sicherheit. Und ich habe das auch bewusst ein bisschen abgegeben. Und in dem Fall, wo wir dann gewusst haben, dass eben bei ihr Dancing Stars losgeht und das Haus kommt, dann war klar, dass ich es irgendwie halt check. Und ich meine, es war dann wie ich gehört, hauptsächlich eben logistisch schauen, dass die Leute kommen und wissen, was sich zum Beispiel wohin zu stellen ist oder irgendwie was zu machen ist. Also, Und es war, wenn jetzt die Frage auftauchen würde, warum habt ihr euch das nicht erspart und später gemacht, war in dem Fall nicht möglich, weil wir haben die Mietwohnung schon gekündigt gehabt, weil wir ja eigentlich im Dezember schon geglaubt haben, dass wir einziehen. Und diese Firma hat einfach auch Liefertermine, die hat ja dann andere Aufträge auch. Und das Haus, muss man sich so vorstellen, es wird in der Firma fix fertig schon aufgebaut. Das heißt, die haben eine riesen Fabrikshalle. Und ja, und dann steht es da und die wollen es natürlich weghaben, damit sie dann die nächsten Sachen produzieren können. Das heißt, es hat einfach so passieren müssen. Aber es ist cool. Es ist Gott sei Dank ein schönes Projekt, aber Gott sei Dank fertig jetzt vorbei. Und dass das jetzt nicht in Tirol steht, liebe Liz, ja, sondern da irgendwo im Osten Österreichs. Irgendwo. Da sitzt der Grund. Ja. Du wolltest ja kommen. Ich habe dich ja nicht gezwungen. Skandal. Nein, wir wohnen ja eh schon seit 3 Jahren in der Mödlinger Gegend. Und einerseits, weil ich eben dort aufgewachsen bin und mein Sohn auch dort lebt. Und du wolltest auch nach Wien, gell? Ja. Nein, ich habe auch schon als Jugendliche immer gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, irgendwann möchte ich einmal in Wien leben. Keine Ahnung, mir taugt die Stadt, mir taugt die Vielfalt, die es dort gibt, die Möglichkeiten. Ja, und dann irgendwie natürlich, es hat sich halt dann so ergeben. Wobei man mit Wohnung, wenn man jetzt davor mal eine Wohnung gemietet und so, ist man natürlich noch flexibler und kann dann sagen, was ich, ist in Innsbruck auch wieder mal punktuell und alles Mögliche. Nur wie das dann mit dem Haus konkreter geworden ist, das haben wir jetzt auch, wie soll ich sagen, wir haben es nicht überstürzt, aber es war doch relativ. Man sagt, okay, das machen wir jetzt. Das hat sich zufällig ergeben mit diesem Grundstück. Wir haben ein Grundstück gepachtet dort in Mödling. Naja, das müssen wir jetzt auch noch ganz kurz erwähnen, weil es ja eigentlich eine arge Geschichte. Wir waren Rennradl fahren
und sind in dieser Gegend, haben uns das angeschaut halt, und dann ist da ein Mann gestanden und ich hab den angesprochen und im Endeffekt sind wir auf dem Grundstück, also der ist vor dem Haus gestanden, es war irgendwie haben wir den angeredet und er hat gesagt, der renoviert jetzt das Haus und dann hat er gesagt, kommt's rein und dann hat uns das Grundstück gezeigt, ein Riesengrund, mit dem er eigentlich nur jede Woche Rasen mähen muss und dann habe ich die Idee gehabt, weil ich im Testimonial von einer Baufirma bin, die eben diese Modulhäuser macht, diese mobilen, das hat sich auch kurz davor ergeben und dann habe ich eigentlich die Idee gehabt, naja, was ist, wenn ich einen Grundanteil, wenn wir das pachten, können wir ja fragen und dann könnte man so ein Haus draufstellen. Und der hat dann die Idee eigentlich sehr cool gefunden. Das hat sich einfach ergeben? Das hat sich ergeben. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn sich das jetzt schon so ergibt, ja, dann machen wir es. Weil es ist ja vielleicht auch kein Zufall. Sondern irgendwie hat sich schon sehr interessanterweise zusammengefügt, die ganze Geschichte. Aber ist das so, Liz, in Österreich, damit wir das vielleicht einmal oder fassen können, wenn man so einen Erfolg hat wie du, wenn man als große oder das goldene Verdienstkreuz der Republik trägt, ja, und eine Person, eine anerkannte Person des öffentlichen Interesses ist, kann man sich dann, auch wenn man sozusagen zurücktritt oder eben die aktive Karriere lässt, kann man dann sein Privatleben mit Sponsoren, mit Partnern bestreiten und muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern? Hat man da den Status, dass man sagen kann, durch meine Verdienste, so wie früher die Olympiasieger in Athen, muss ich mich um nichts mehr kümmern. Also du meinst jetzt finanziell, dass man ausgesorgt hat? Ja. Oder wie? Oder eben, dass man einen Hauspartner hat, dass man eben verschiedene Partner hat, die einem helfen oder so weit unterstützen, dass man da aufgrund seiner Verdienste wirklich ausgesorgt. Nein, das kann man nicht so sagen. Also es gibt natürlich, es hilft. Ich habe auch bei diesem Haus ein paar Partner gehabt, mit denen wir was gemacht haben oder gute Lösungen gefunden haben, die für beide passen. Win-win-Situation. Aber natürlich war das nicht gratis. Das ist, also wir müssen das ganz normal zahlen, wie jeder andere. Und mich hat niemand gefragt. Von mir wollte niemand was. Das verstehe ich nicht. Nein, das passt schon. Nein, aber es hat alles gut funktioniert. Und das ist das anstrengende Zeit gewesen, die letzten 2 Jahre in der ganzen Planungsphase, wo ich mich wirklich eingekaut habe, dass ich eben sehr wohl genau ausgesucht habe und Angebote eingeholt habe. Ganz normal, wie jeder normale Mensch. Auch überlegt habe, ist es da das wert, was weiß ich, die bessere Variante zu nehmen oder sparen wir da vielleicht auch ein bisschen, weil es muss nicht überall das Beste vom Besten sein, bei Gott nicht, das sind es wir beide nicht. Es muss kein Sekt im Pool sein, ne? Genau. Oder kein Champagner, es reicht auch. Es reicht, wenn er groß genug ist. Aber was macht jetzt beispielsweise so ein Gewinn eines Plastiksterns mit deinem öffentlichen Wert, mit dem, wie Leute auf dich reagieren? Naja, das war natürlich, es ist schon spannend. Wir haben, glaube ich, schon viel vom Skifahren gekannt. Das ist mir halt immer wieder so passiert in der U-Bahn, dass mich wer erkannt hat. Liz Görl, was dann sie da im Osten von Österreich? Und jetzt ist es so, dass mich halt noch mehr Leute echt erkennen. Also mein Gesicht ist jetzt schon oft am Bildschirm gewesen und dementsprechend auch präsent. Das merke ich natürlich. Es war extreme Aufmerksamkeit jetzt in den letzten Monaten. Und ist es auch was du suchst? Weil das wäre für mich auch so schwierig. Du warst sozusagen schon einmal auf einer ganz großen Bühne. Mhm. Die hast du in deinem Bereich auch immer wieder dominiert. Dann gibt es einige, die sagen, jetzt habe ich genug, jetzt ziehe ich mich zurück. Mhm. Jetzt bin ich mal froh, wenn ich den Rummel los bin. Du gehst aber jetzt sozusagen auf die nächste Bühne. Ich habe mir das selber natürlich auch schon gefragt. Aber es ist so, gerade bei Dancing Stars hat sich eine Möglichkeit geboten, dass ich meine Träume oder meinen Traum des Tanzens auch verwirklichen kann. Weil der Chris nie tanzt hat mit dir. Nein. Ist das der Grund? Nein, ich bin... Ich kann andere Dinge. Vor allem, du kannst die Musik dazu sehr gut. Das ist also... Nein, ich habe als Kind irrsinnig gern schon immer tanzt. Und auch auf der Bühne stehen... Das hat mir immer taugt und irgendwie so, ja. Tanzen im Sinne von, also damals halt eher Freestyle, ich habe Choreografien schon gemacht in der Skihauptschule und in Stams. Paardance jetzt nicht, aber Tanzen an sich oder in der Disco ist es, das hast du eigentlich auch gleich einmal kennengelernt, dass wenn ich einmal zum Tanzen anfange, ich nicht mehr aufhören kann. Party Maus. Party.
Und ja, das ist halt irgendwo auch bei mir drinnen. Und das war natürlich eine schöne Gelegenheit, das zu verbinden. Dass ich dem jetzt wieder nachgehen kann, noch dazu, wo ich jetzt eh dort wohne, in der Nähe. Also es war zum Königlberg, waren es 25 Minuten. Ich habe jeden Tag daheim geschlafen. Weil sonst bei den Staffeln war es ja so, die sind, kommen von ganz Österreich, schlafen halt dann 3 Monate im Hotel. Mhm. Also das war irgendwie auch angenehm. Auch wenn wir das Haus dabei gebaut haben. ja, also für mich war das insofern eine sehr schöne Möglichkeit, meinen Traum da auch zu verwirklichen. Und natürlich, ja, ist es cool. Also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, mit Dingen, die ich gern mache. Weil die Musik ist ja jetzt das Nächste, das ist ja auch wieder eine Bühne. Das ist eine Bühne, ich stehe gern auf der Bühne. Und das habe ich gerade bei Dancing Stars noch mehr wahrnehmen können oder erkennen können bei mir, dass mir das echt taugt. Und auch vielleicht sogar, das habe ich früher auch nicht so einschätzen können oder mir nicht so zutraut, dass ich auch vielleicht sogar ein bisschen in verschiedene Rollen schlüpfen, weil das kann man dort bei Dancing Stars. Das habe ich ja noch nie ausprobiert und ich finde das spannend. Überhaupt die Unterhaltungsbranche ist, ja, hat schon was. Chris, wie nimmst du das wahr? Du warst ja sozusagen in den 90ern weltweit erfolgreich mit deiner Musik, warst mit den Rolling Stones on Tour als Vorband, ja, bei Lenny Kravitz, U2. Und jetzt produzierst du und musizierst quasi mit deiner Verlobten, die aus einem anderen Bereich kommt. Ja. Also wenn die Freundin daherkommt und sagt, ich will singen, machen wir was. Ja. Das ist ehrlich immer so, natürlich, ja, musst ja quasi. Und was aber cool war, dass es sich bei ihr von Anfang an ausgegangen ist. Also, dass ich gemerkt habe, wir haben angefangen, ein bisschen was zu schreiben, den ersten Song zu machen, damals noch auf Englisch. Und ich habe aber gemerkt, man kann das irgendwie auch mit ihr auf eine Bühne bringen. Ja. Und wir waren ja dann, unser Willi, einer der ersten Auftritte war ja dann bei dir, also da ist bei, darf man da, also wirklich? Ja. Ja, bei Sport und Talk, oder? Genau, das war der zweite, weil ja, wir haben da vorher bei der Pressekonferenz. Genau, also das war eigentlich das erste Mal live, ja. Da waren 3 Stunden Unterschied oder 4 Stunden Pause dazwischen. Und ich meine, ins Fernsehen zu gehen und quasi ohne großen Soundcheck irgendwie dann und mit in ihr, also wirklich technische schwierige Bedingungen, dann gut zu singen, ja, das ist schon eine Herausforderung, auch an professionelle Sänger, sage ich jetzt mal. Und das hat sie super gemacht, ja. Und ich habe das schon gemerkt, dass ich das wirklich gut ausgeht, dass man mit ihr auf eine Bühne gehen kann und irgendwie auch einmal länger, eine halbe Stunde, eine Stunde spielen kann. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich sie auch sagen. Ja, und dann würde man sagen, pass auf, wir können das und das machen, ja, aber alles andere lassen wir lieber, ja, weil es soll ja qualitativ auch was hergeben. Eben, weil bei Sportlern, das ist immer so, ein Hansi Hinterseher, ja, der ist ja auch jetzt nicht immer in der Lage, bei Live-Konzerten live zu singen, so sagen wir es, seine Tontechniker. Ja. Bei der Liz geht es sich aus, oder? Ja. Definitiv, ja. Und ich meine, es gibt ja auch Sänger, bei denen sich das Singen nicht ausgeht, ja, die sich als Sänger bezeichnen. Aber wie gesagt, bei uns war das ja immer so, dass es soll was Cooles rauskommen, ja, wenn man was macht, ja, und es soll zu ihr passen. Deswegen haben wir dann auch im zweiten Song zum Dialekt gewechselt, aber auch immer geschaut, dass der Sound modern bleibt oder modern ist, jetzt auch mit der nächsten Nummer, also mit der jetzt gerade rausgekommenen Single, dass der Sound modern ist, ja, aber sie trotzdem quasi das repräsentiert, wie sie ist. Ja? Und deswegen auch Mundart, nicht zu arg Mundart, aber auch nicht hochdeutsch. Also dass es einfach eine stimmige Geschichte ist. Ja? Und das ist schon wichtig. Und dass es halt Qualität hat, dass es gut klingt und gut gesungen ist und gut gespielt und einfach eine runde Geschichte ist. Und warum das Ganze, werden Sie vielleicht auch manche fragen. Es ist einfach auch ein Traum von mir. Und wenn ich die Möglichkeit habe... Was hast du noch für Träume, Schatz? Ja, schau. Und worauf kann ich mich noch einstellen? Was kommt noch? Ich muss erst überlegen. Ich bin auch so alt geworden in den letzten Jahren. Deswegen diese ganzen Träumen. Wahnsinn. Nein, ist alles gut. Vielleicht, hast du auch? Vielleicht hast du auch? Jetzt einmal deine Träume. Ja. Was wäre sowas, Chris? Was wäre sowas? Nein, das ist alles... In L.A. spielen, im Viper Room. Ja, das haben wir ja schon. Nein, das ist, passt alles. Das ist alles gut. Und ich muss auch sagen, natürlich ist es aufreibend oder oft, wie Sie sagen, ein hochenergetisches Leben, das wir führen. Wir waren wahnsinnig viel unterwegs in den letzten 3-4 Jahren. Aber jetzt ehrlich, was ist dein Traum? Mein Traum? Der nächste. Mit knapp 50 hat man keine Träume. Mein Überleben ist mein Traum. So wie mein guter Freund von mir gesagt hat, das leben wir jetzt noch fertig. Und dann... wegen die paar Jahren machen wir jetzt kein Theater mehr. Gell? Keine Träume mehr, einfach nur noch... Also man sieht, der Chris ist angekommen. Ja, ja. Und
und fährt. In seiner letzten Lebenshälfte. Nein, er hat keine großen der Herbst. Anforderungen mehr, ist in seiner Ruhe. Das würde ich so nicht sagen. Und aber schön, Schritt für Schritt färbt diese Ruhe auf mich ja ab. Ja, dieses Phlegma. Aber das heißt, du bist eigentlich ein Traumrealisierer, weil du selber keine mehr hast. Du, genau, ja. Nein, schau, die Sache ist ja, das klingt so deprimierend alles. Ja. Nein, im Gegenteil. Schau, wie du vorher gesagt hast, wir haben schon viel gemacht mit der Band früher und wir waren ja auch viel unterwegs und wir haben auch wirklich tolle Dinge gemacht. Ja. Du hast gelebt. Ich habe gelebt, ich habe alles abgehakt. Nein, und irgendwann ändert sich auch diese Ansprüche an, was jetzt noch oder was passieren muss generell im Leben. Ja. Und ein bisschen Öffentlichkeit habe ich auch gehabt. Ja, und es ist alles gut. Und ich meine, es ist jetzt nicht der Riesen, ich bin jetzt nicht der Megastar geworden. Aber auch das wird irgendwann einmal alles relativ. Ja, weil die Kehrseite wäre, oder die andere Seite wäre, will ich jetzt in der Welt herumfahren als von mir aus mittelgut bezahlter Star. Und müsste schauen, dass ich das, was ich erreicht habe, auch noch aufrechterhalte. Ja, das ist ja Arbeit. Ja, und mir taugt es eigentlich so, wie es jetzt ist, ganz gut. Ich kann alles machen, was ich will. Ja, ich kann produzieren im Studio bei mir. Ich kann live spielen, was ich viel tue. Ich kann mit ihr Sachen machen. Also es ist alles in Ordnung. Ja. Und aber wo ist da, glaubst du, der Unterschied, wo die Liz sagt, sie fühlt sich noch auf der Bühne daheim, sie will sie nach wie vor sogar auf eine andere Bühne wechseln und du sagst, ich habe diesen Applaus da vorne schon genug abgefrühstückt. Ich bin auch gerne auf der Bühne. Ja. Es ist nur, aber die zieht es nicht mehr so hin, oder? Du? Schon, aber anders. Also ich glaube, das sind erst einmal 10 Jahre Unterschied. Und das ist vielleicht dann schon noch. Außerdem muss man sagen, sie hat ja erst vor 2 Jahren mit der Skikarriere aufgehört. Ja. Und ich meine, da ist natürlich viel anderes auf der Strecke geblieben. Ja. Ich mein, das ist halt ein sehr intensives Leben, das sich halt nur irgendwie um eine Thematik dreht und vieles andere kann daneben einfach nicht passieren. Ja. Und da sind sicher viele Sachen, die brach liegen oder die jetzt erst gemacht werden können. Und das ist natürlich, sie muss jetzt ausprobieren, was ihr taugt, ja, und was quasi im weiteren Leben passiert. Ich mache ja Musik schon, seitdem ich 13 bin, 14. Ja. Und das heißt, sie hat jetzt quasi das, was sie ihr Leben lang gemacht hat, aufgehört. Ja, damit ist Schluss. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ja auch nicht so etwas, was man von heute auf morgen macht mit dem Ding, was man jetzt wirklich 20 Jahre oder länger ausschließlich betrieben hat und mit höchster Leidenschaft da aufzuhören. Ich meine, wie gesagt, würde mir sagen, morgen ist aber dann mit Gitarre spielen aus und Musik generell kannst du auch eher, ja, da muss man auch erst einmal sich zurechtfinden und schauen, was mache ich jetzt. Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach auch eine unterschiedliche Lebensphase. Ja. Ich mach Dinge schon viel länger und kann sie auch noch länger machen und sie hat jetzt halt im Prinzip einen Neustart. Ja. Und deswegen muss sie jetzt auch einfach ausprobieren, was ihr taugt und was zu ihr passt. Und sie ist definitiv jemand, der auf der Bühne gut funktioniert. Also das ist wirklich, also funktioniert klingt ein bisschen, aber man merkt, dass es so, dass sie sehr authentisch ist in diesen ganzen Situationen. Und das ist cool. Liz, ist das wirklich so, dass man plötzlich, da geht eine Tür auf oder da fallen Fesseln ab, da ist man plötzlich frei und kann Dinge tun, die man lang hinten angestellt hat, so mehr oder weniger das erste Mal wirklich ausgehen dürfen. So, ist das so vom Gefühl her, endlich darf ich machen, was ich will? Na, nicht ganz, weil ihr wirklich, ich meine, ich habe, der Chris hat es ja schon gesagt, ich habe wirklich zu 100% mein Leben gehabt, mein perfektes Leben, meine Leidenschaft leben dürfen. Mir hat alles taugt an dem Job. Und habe mich eigentlich berufen zu dem gefühlt. Und irgendwann ist es aber dann echt einfach vorbei. Die Prioritäten verändern sich da dann. Und dann geht es darum, wirklich nochmal neu zu starten. Das heißt, es war nicht so von heute auf morgen, oh, jetzt bin ich frei. Weil ich war davor auch frei. Ich habe ja aus freien Stücken entschieden, dass ich das machen möchte. Und habe mich 100% damit identifiziert, mit dem, was ich mache. Aber der Tagesablauf ist doch ein Stück auch fremdbestimmt. Das stimmt, aber da gewöhnt man sich. Und das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Im Gegenteil, es war eher ein bisschen schräg, wie das dann näher war. Wie du dann dieses Korsett oder diesen Rahmen auf einmal nicht mehr hast, den du jahrelang gewohnt warst, oder eigentlich Jahrzehnte. Ich war ja schon mit 10 im Internat, da war alles durchstrukturiert. Man hat schon selbstständig arbeiten müssen und schauen müssen, dass man weiterkommt, aber es war alles irgendwie vorgegeben. Und natürlich habe ich jetzt einmal gespürt oder das Bedürfnis gehabt, die letzten 2 Jahre einfach einmal nicht so zu planen und einfach einmal
bis 8 zu schlafen und nicht um 5:30 aufstehen zu müssen. Punk. Ja, und einfach einmal. Und dann aber auch wieder ein gewisser innerlicher Stress. Okay, es ist mit Skifahren vorbei, aber ich möchte irgendwie, ich muss schauen, dass ich jetzt mein Leben relativ zügig auf Schiene bringe. Und was Neues finde. Also ich habe schon ein bisschen einen innerlichen Stress auch gehabt. Aus dem Gefühl ist ja dann auch die erste Mundart-Single Bleib kurz stehen entstanden letztes Jahr. Also das ist auch sehr autobiografisch, weil man auf der einen Seite halt in dem Treiben drinnen ist und gar nicht anders kann, weil es um Speed geht, bei mir auch beim Skifahren. Und bei Bleib kurz stehen geht es dann echt einfach darum, einmal stehen zu bleiben und sich einen Überblick zu verschaffen. Okay, wo geht jetzt die Reise hin? Und echt einmal durchzuschnaufen. Eben. Aber was hat dich da so angetrieben? Oder wodurch hast du dich so angetrieben gefühlt? Ich denke, das ist ein bisschen ein Muster, das sich entwickelt hat durch meine Arbeitshaltung, Grundhaltung oder durch das Spitzensportlerleben. Da geht es einfach immer um Leistung oder um zu funktionieren oder zu optimieren, zu schauen, okay, was ist der nächste Schritt, was hat gefehlt, wie geht es weiter, analysieren, erkennen, weitermachen. Und so einfach einmal hang los. Das habe ich schon gehabt, aber nur ungefähr einen Monat im April, das ist in der Urlaubszeit, wo du eh so körperlich fix und fertig bist, dass du keine neuen Visionen starten kannst. Aber dann, sobald du merkst, die Energien kommen wieder zurück, habe ich schon wieder klar gewusst, wo die Reise jetzt hingehen soll. Weil das überlegen wir immer, vor wem will man diese Leistung ablegen? Also wem, vor dem Server. Aber ist man da nicht ein Stück auch einmal weiter, dass man sagt, ich bin auch zufrieden mit einmal nicht leisten? Du hast gesagt, bei dir hat es einen Monat gedauert. Aber das könnte ja auch eine generelle Lebenseinstellung dann werden. Aber bei dir spielt das Ablegen von Leistung immer noch eine große Rolle. Nicht mehr so. Eben, deshalb habe ich auch zum Skifahren aufgehört. Dann, wo ich gemerkt habe, mir ist das jetzt nicht mehr so wichtig, um die Wette zu fahren. Durch Stangl. Und ich habe ja gemerkt, die Prioritäten fangen sich zu verändern an. Und jedes Jahr ist es eigentlich schwerer geworden, die letzten Jahre auch, dass ich bin zwar irrsinnig gern gefahren, Ski gefahren, Renn gefahren, im Sinne von vor allem auch technisch zu schauen, wo kann ich was rausholen, wo kann ich eher so die Begeisterung vom Skifahren an sich, dass man eben noch was, immer noch was dazulernen kann, das hat mich fasziniert und eigentlich so lange auch noch weiter motiviert. Das zu machen, weil das Skifahren, das Gefühl, was ist Skifahren oder wenn ich einen geilen Schwung gefahren bin, in mir auslöst, das hat mich gepackt. Und, aber alles andere und dann eben das Leistung bringen, zu funktionieren, Erfolge einzufahren, das war dann irgendwann, da dachte ich, nein, das muss jetzt eigentlich gar nicht mehr so sein. Und ja, dann hat sich eben eh verändert und dann habe ich irgendwann vor allem natürlich auch, wie ich die kennengelernt habe, gemerkt, jetzt schon langsam, ich glaube, es werden jetzt andere Sachen in meinem Leben wichtiger. Jetzt ist es natürlich mit der Musik auch irgendwie wieder was, wo man schaut, wie weit man kommt. Könntest du dir vorstellen, dass dann auch einmal sozusagen in den eigenen vier Wänden diese Energie mit der auszuhalten und nicht mehr raus zu müssen? Oder ist es nach wie vor für dich so, dass das gerade brauchst. Wiederholt sich ein bisschen mit zuerst, aber... Nein, es ist ja nicht so, glaube ich, wenn ich es jetzt so einschätze, ich bin ja nicht so zwanghaft, dass ich, keine Ahnung, jeden Tag Gesangsunterricht mache, jeden Tag Probe oder sonst was und mich für den nächsten Gig vorbereite. Das läuft ja alles irgendwie so mit, locker. Neben meiner Trainerausbildung, die ich letztes Jahr fertig gemacht habe, neben meinen Workshops, die ich mache, ich mache ja mehr Sachen. Aber ich möchte ja selber mich entdecken, die neue Seite oder die neuen Dinge entdecken, die mir gefallen, mich faszinieren und mich begeistern. Und im Endeffekt geht es auch darum, dass man einen Weg findet, seine eigenen Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten in irgendeiner Form zu entfalten. Mhm. Und wenn es dann wer hört an und wenn man dafür honoriert wird und vielleicht eine Kohle auch noch kriegt, dann umso besser. Was mich jetzt, weil ich auch beide da habe, schon auch noch interessiert an Dancing Stars, das war, du wirst jetzt wissen, was kommt, Liz, das war natürlich, die Vergangenheit von Dancing Stars hat auch Trennungen mit sich gebracht. Mhm.
Jetzt bewegt man sich über Wochen so eng mit einem anderen. Wie ist das zum Zuschauen, Chris? Es kann immer irgendwas passieren, weil wenn es halt passiert, dann passiert was. Ja, da kann man nichts machen. Ja. Dann ist aber vielleicht die Beziehung nicht auf so stabiler Basis, dass es das nicht aushält. Ja. Natürlich ist es komisch. Gestern am Klo, bei der Hochzeit, wo wir waren, ja, bin ich am Klo, spricht mich ein wildfremder Mann an, ja, und sagt, Chris, ich muss jetzt mal was sagen. Ich bewundere dich maßlos. Ja. Sag ich, Hose war schon wieder zu. Aber aus welchem Grund sonst? Und er hat gesagt, und genau um dieses Thema ist es gegangen, ja, dass quasi jemand anderer meiner Frau so nahe ist, ja, die ganze Zeit. Und ich meine, ich habe gesagt, stell dir vor, sie wäre Schauspielerin, dann wäre es noch ärger vielleicht. Ja. Also meine, es gibt natürlich immer, wie soll ich sagen, unterschiedliche Levels. Ja. Und ich weiß nicht, natürlich war es nicht immer lustig oder es war nicht immer so, dass ich mir jetzt gedacht habe, super, ja, und ich freue mich. Auf der anderen Seite, ja, es gehört halt dazu. Und es ist ja auch ein bisschen, ich arbeite ja auch mit Künstlerinnen zusammen, ja, auf der Bühne oder auch im Studio. Und natürlich entsteht eine gewisse Nähe oder eine gewisse Vertrautheit oder was auch immer, wenn man mit jemandem etwas kreiert oder wenn man etwas schafft. Ja. Und das ist ja da in dem Fall auch so, dass da halt irgendwie noch dazu unter großer Aufmerksamkeit und natürlich wird immer dieses Paar-Thema sehr thematisiert, ist halt überall. Fotos und so weiter ist ja, findet ja ständig statt. Ja. Und ja, jetzt ist der auch Tanz wichtig. Das eine. Ja. Da weißt du, okay, sie tanzt und das ist part of the game. Ja. Aber dann beispielsweise, wenn man sich auch bei Interviews natürlich herzt, wenn man diese Nähe auch spürt, die man als Tanzpaar ja dann noch länger sozusagen. Ja, das gehört ja auch dazu, glaube ich. Das ist ja ganz wichtig. Also jetzt nicht nur, es ist ja nicht gespielt gewesen. Ja. Natürlich ist es am Anfang, und das stimmt ja, am Anfang war das auch noch ein bisschen für sich. War schräg. Ich habe das ja nicht so gewusst, auf was ich mich da wirklich einlasse. Und das war schon ein bisschen befremdlich am Anfang bei der Pressekonferenz, wo dann der Partner zugeteilt war, weil davor haben wir nicht gewusst, mit wem wir tanzen. And here is your Herzblatt. Ja, genau, so ungefähr. Ein wildfremder Mensch, den du noch nie vorher gesehen hast. Und und erstes Foto und wir sind schon so da gestanden. Gell? Das gehört dazu. Und der Thomas hat gesagt, du stehst rechts. Der hat mir das gleich gesagt, wie das läuft. Und ja, aber du spürst die Rolle dann und irgendwann kehrt's oder eigentlich relativ bald, vor allem bei der ersten Probe ist mir das auch so aufgefallen, also bei der ersten Generalprobe vor der ersten Sendung. Es geht wirklich darum, dass man dann auch sich hält und irgendwie Körperkontakt in dem Sinn hat oder im Sinne von, was weiß ich, wenn man geht dann gemeinsam raus oder wenn man vorgestellt wird, wenn die Paare vorgestellt werden, das schaut ja komisch aus, wenn dann ein Paar nebeneinander steht und überhaupt, also irgendwie weiter weg steht. Oder das, du musst ja irgendwie als Paar dann dort stehen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, okay, ja, das gehört einfach dazu. Und das fühlt sich jetzt auch schon normaler an. Man gewöhnt sich auch dran und das ist einfach die Rolle. Und ja. Sie kommen da keine Gedanken, dass man sich dann mit der Zeit fragt oder so draufkommt, hoppala, das fühlt sich ja gut an oder der ist aber attraktiv. Solche Gedanken kommen da nie. Na, da würde ich jetzt lügen. Der Thomas ist ein irrsinnig fescher Mensch. Das hat ja jeder gesehen. Der Chris ja auch. Ja, natürlich. Das stimmt. Und um das geht es ja gar nicht. Aber er tanzt nicht. Chris tanzt nicht. Chris tanzt gut. Ja, naja. Natürlich, er ist fesch, attraktiv und es fühlt sich auch natürlich gut an, aber es gibt einfach ganz klare Grenzen. Und es funktioniert auch nur dann, wenn diese Grenzen eingehalten werden. Auch in der Zusammenarbeit mit dem Thomas. Der Thomas ist verheiratet, hat eine irrsinnig liebe Frau, mit der ich mich gut verstehe. Und für uns beide war ganz klar, wir funktionieren nur als Paar, wir müssen aufeinander aufpassen. Es ist quasi die erste Mannschaft, also die kleinste Mannschaft, die es gibt. Und wie gesagt, man muss aufeinander aufpassen, aber es gibt ganz klare Grenzen, weil wenn irgendwie was Komisches daherkommen würde, so, das geht nicht. Ich bin die Erste, die das nicht mag. Was war für dich die Grenze? Naja, das spürt man ja, wenn vielleicht irgendeine Absicht daherkommen würde, die jetzt über einen gewissen Rahmen hinausgeht, die vielleicht wirklich in Richtung Interesse für den anderen geht. Also mehr Interesse, als wie, dass man nur normaler miteinander arbeitet. Und das spürt man, glaube ich. Also ich spüre sowas und da
wäre mir sehr unangenehm gewesen. Das haben wir, nein, passt nicht. Zuerst hast du gesagt, Chris, in der Schauspielerei gibt es da noch ein paar Level an körperlicher Nähe dazu. Ja. Würdest du ertragen, allein in deiner Vorstellung, wenn es beispielsweise, wenn man sich küsst, einen Filmpartner? Ja. Ist das noch für dich in einem Bereich, wo du sagst, wäre okay? Keine Ahnung, das ist ja erstens, weil ich darüber mache ich mir insofern keine Gedanken, solange es nicht Thema ist. Und es könnte ja im nächsten Dancing Stars Drehbuch drinstehen. Kissing Stars, meinst du? Ja, genau. Die nächste Staffel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das, muss man dann schauen. Ich glaube, das ist ja dann auch, sowas ist ja dann auch wieder was ganz anderes. Da stehen ja dann wieder 20 Menschen rundherum, die das filmen. Aber ich glaube, das ist, ich kann nicht sagen. Also, aber er hat, ich meine, du hast es, glaube ich, du hast es gut hingebracht. Oder wir haben es, glaube ich, gut hingebracht. Aber es hat sicher auch geholfen, dass die Sendung dann vorbei war, schon langsam. Nein, du hast dich so gegen das Rausfallen gewehrt. Nein, es war schon schön, dass ich dann wirklich das ins Finale gekommen bin und das dann auch so passiert ist, dass wir das gewinnen haben können. Aber ja, okay. 2-3 Wochen noch länger. Ich glaube, das Maximum sind 12 Sendungen. Das geht dann vielleicht auch noch. Aber irgendwann ist dann schon gut, dass das dann wieder aufhört, dass man wieder Zeit hat fürs Privatleben und sich im normalen Leben wieder einfinden kann. Aber wie hast du das gemacht? Da entscheidet man sich für das in der Situation Wichtigere, nämlich zum Tanztraining zu gehen, anstatt zum Beispiel jetzt beim Haus mitzuhelfen. Nein, wie hast du das für dich beschlossen, dass das sich ausgeht? Nein, es war gar keine Option. Das Haus ist danach dahergekommen und Dancing Stars habe ich schon lange zugesagt und das war für mich klar. Ich habe zu der Hausfirma schon ein halbes Jahr davor gesagt, ich möchte bis Dezember einziehen, weil danach habe ich keine Zeit mehr. Ich habe das gewusst. Und der Chris hat das auch gewusst und für mich war klar, wenn ich das mache, dann mache ich das 100%. Weil, das stimmt zwar, das Haus haben wir die nächsten 15 Jahre, aber die Staffel Dancing Stars mache ich einmal im Leben. Und das ist dann weg. Und das möchte ich so gut wie möglich machen und das auch genießen, weil ich habe mich dazu entschlossen und wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Und dann sehe ich es in dem Fall auch so, das ist wirklich ein gewisser Zeitraum, da ist halt das jetzt am wichtigsten, aber das ist dann eh wieder vorbei. Und so war halt mein Zugang. Aber die Erleichterung ist jetzt groß. A, dass es die Beziehung ausgehalten hat und vielleicht sogar daran gewachsen ist. B, dass man jetzt wieder mehr Zeit hat, die man gemeinsam auch planen kann, oder? Ja, natürlich. Ja, oder hat sich der Chris schon daran gewöhnt, dass er alles allein machen will? Dass ich zweimal Geige spiele. Was ist mit euch? Ich habe die letzten 2 Jahre alles geplant. Was? Ah ja, weißt du. Haben wir. Ja. Sie haben schon ziemlich viel Vorarbeit geleistet. Es war aber auch, ja gut, es waren auch gewisse Themen. Hätte man sich da versucht, irgendwie einzubringen, sage ich jetzt mal, dann wäre es nicht möglich gewesen. Ja, sag mal, gewisser Zug zum Tor war schon da. Nein, aber ich meine, ich habe immer zu gesagt, am Ende der Dancing Star Staffel, dass wir halt wirklich, glaube ich, in den 3 Monaten Dinge durchgemacht oder irgendwie Dinge durchgemacht haben, die andere in 2-3 Jahren, glaube ich, durchleben. An Höhen und Tiefen, an emotionalen Geschichten und an Stress und was weiß ich. Ja. Und das hat schon, glaube ich... Es war ein Beschleuniger. Ja, es war sicher ein Katalysator. Ja. Deswegen sind viele Dinge einfach auch rauskommen, die vielleicht, wo es einfach vielleicht länger gebraucht hätte und die vielleicht auch so nicht rausgekommen wären unter diesen extremen Bedingungen, die jetzt geherrscht haben. Ja. Und das war vielleicht schon ganz gut. Ja, weil jetzt das Gute ist, wir sitzen immer noch gemeinsam da. Ja, und auf einer Couch. Ja. Aber das ist schon noch da, ist ein bisschen. Nein, aber eh. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da immer wieder mal die Beziehungen drunter gelitten haben bei sowas. Wichtig ist ja dann immer, funktioniert das dann auch andersrum? Ja, wenn. That's the key. Genau. Mir wäre ja aufgefallen, Question. Auf den Fotos deiner aktuellen Produktionen sind die Mädels immer jünger und attraktiver geworden in der Zeit, wo die Liz immer weiter gekommen ist bei Dancing Stars. Gut beobachtet. Ja, das hat sich alles zufällig ergeben. Ja. Wir treten gerade in einen intensiven Arbeitsprozess ein, ja, der uns über die nächsten Monate beschäftigen wird. Nämlich 3 Monate. 3 Monate, zufälligerweise. Zufälligerweise. Ja, genau. 8 Stunden am Tag. Genau. Wie 12 Wochen, Dancing Stars. Nein, das ist alles wirklich rein zufällig. Nein, aber wie gesagt, das muss dann
auch auf meiner Seite genauso möglich sein. Ja. Und das habe ich eh vorhin schon gesagt. Ja. Wenn man mit jemandem irgendwie gemeinsam arbeitet und auch kreativ arbeitet und was entstehen lässt, dann entsteht natürlich eine gewisse Nähe. Und das ist auch notwendig, weil sonst funktioniert das ja auch nicht. Ja. Weil wir sind ja keine Kompositionsmaschinen, ja, sondern das hat ja alles irgendwie... Und natürlich, auch da ist dann irgendwie eine Basis. Und ja, aber wie gesagt, auch da sind die Grenzen und die, das ist schon klar gezogen. Und jetzt sind wir eh schon voll in der Beziehungsfrage grundsätzlich. Um was geht es eigentlich in einer Beziehung? Und ich denke, und da sind wir beide sicher einer Meinung, es geht darum, dass jeder sich entfalten kann und seinen Dingen nachgehen kann und im Idealfall, dass man sich gegenseitig sogar unterstützt. Und wenn man das zumindest nicht schafft, aber dem anderen zumindest den Freiraum lässt, seins ausleben zu können, auf Augenhöhe. Und da muss man halt sehr viel reden miteinander und im Idealfall aber schon auch dann trotzdem zumindest ein bisschen Zeit auch füreinander haben. Und weil das ist ja, glaube ich, wirklich die große Kunst, diese Freiheit dem anderen auch zuzugestehen. Genau. Aber die Schwierigkeit ist ja dann auch diese Offenheit in der Kommunikation zu haben. Das heißt, wenn du einmal wen anderen attraktiv findest, das auch einzugestehen und darüber zu reden. Weil das ist dann richtig schwer. Aber das machen wir. Wir reden sehr viel und wer mich kennt, weiß, dass ich ein offener Mensch bin und ich glaube, du bist das auch. Flo, du siehst heute verdammt gut aus wieder. Das kann ich doch sagen, oder? Sicher. Ich finde übrigens auch. Plötzlich tut sie doch was. Nein. Aber das ist ja das Schwierige, diese Offenheit und diese Ehrlichkeit dann durchzuziehen. Ja, ich meine, es geht darum, was will man. Und ich meine, wir sind verlobt. Und was ist es? Was ist das Ziel? Natürlich ist es schön, wenn man wen findet, mit dem man sein Leben gemeinsam verbringen möchte. Im Idealfall so lang wie möglich und nebeneinander Schritt für Schritt geht. Und es geht aber eben nur, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Ansonsten kommen Konflikte daher, die irgendwann unüberwindbar sind. Aber, wie gesagt, es muss möglich sein, dass ich im Dancing Stars mache oder dass der Chris seine Geschichten macht. Das geht ja nicht, dass man das wegen einer Beziehung nicht macht. Das ist ja ein Wahnsinn in meinen Augen. Das muss eine Beziehung schon aushalten und dann ist es richtig. Mhm. Das ist ja... Ja, ich glaube, das ist sowieso, glaube ich, grundsätzlich sollte das kein Thema sein, dass jeder das machen kann, was er will, beruflich, oder dass da keine Grenzen gibt. Ich glaube, es geht aber dann in diesen Sachen, wo der Wahnsinn vorherrscht, dass dann, wie soll ich sagen, trotzdem auch noch Raum bleibt, um zu sehen, was beim anderen los ist. Also es geht schon darum, auch in einer intensiven Phase trotzdem zu sehen, okay, pass auf, meinem Freund oder meinem Verlobten oder wie immer oder meiner Freundin geht es jetzt gerade so und da gibt's die hat die und die Probleme. Ja. Und da muss man sich dann auch mal drum kümmern. Man kann das ja nicht alles komplett ausblenden. Ja. Darum geht es dann schon, dass ein gewisses Gleichgewicht auch in intensiven Zeiten herrscht. Ja. Weil sonst kann man sich ja völlig ausklinken und sich um nichts mehr kümmern. Ja. Und das ist schon wichtig. Es war jetzt wirklich sehr beziehungslastig. Ich hätte am Schluss noch eine abschließende Dancing Stars Frage gestellt, weil sie mich selber beschäftigt hat. Stefan Betzner, war sozusagen als Charakter zum ersten Mal in einer Sendung, der da geheißen hat, der Standard hat das sehr, meiner Meinung nach, trefflich formuliert. Man sieht einen Darsteller oder man schaut einem Menschen beim Scheitern zu. Mhm. Was aber für mich wesentlich interessanter war, der Herr Betzner war ja jemand, der in unserem Land das politische Klima zusehends vergiftet hat mit seiner Kommunikation, mit seiner politischen, die er ja dann auch eingestanden hat und für die er ja sozusagen auch offiziell sich entschuldigt hat. Wenn man diesen Menschen jetzt auf einer ganz anderen Lebenssituation trifft und Dancing Stars ja ein Wohlfühlprogramm für die ganze Familie ist, wie schwer ist es, das zu unterscheiden? Ja, es war schon eine skurrile Situation, dass das erste Mal auch jemand mit politischem Hintergrund in der Sendung war. Aber trotzdem, wir haben den Stefan dann kennengelernt und der war Teil unserer Gruppe und wir haben ihn als Mensch kennengelernt. Wie er dann sich selbst inszeniert hat und was dann rausgekommen ist, ist eine andere Geschichte. Er hat natürlich auch sein berufliches Handwerkzeug ideal genützt, zum eigenen Vorteil.
aber das ist eh klar, das ist legitim. Aber er als Mensch, den haben wir kennengelernt. Wir waren gemeinsam beim Heurigen. Wir haben ja dann auch diese Mambo Madness Gruppe gegründet, WhatsApp Gruppe. Also wir haben ja den Gruppentanz mit ihm gemacht. Und er war wirklich aufmerksam, pünktlich, hat sich bemüht. Also er war bemüht und es hat ihm Spaß gemacht. Wir haben einen Spaß gehabt und das war super. Und er ist, ja, ich meine, der hat auch ein bewegtes Leben, würde ich sagen. Ist das auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist bis jetzt. Und hat auch seine Ticks etc. Ich habe ihn einmal, er läuft ja ein bisschen, wenn man so mitkriegt, er ist immer sehr nervös und hat natürlich dann einmal wieder geraucht und so. Und mir ist das halt aufgefallen und ich habe dann irgendwann in meiner offenen, lockeren Art gesagt, komm Stefan, jetzt ich zeig dir mal was. Dann haben wir uns echt auf Zeiten gesetzt, habe ihm eine Meditationsübung gezeigt, weil ich das Gefühl gehabt habe, der braucht irgendwas. Das gibt's ja nicht, der kann ja nicht den ganzen Tag mit 180 herumrennen. Das schafft ja kein Mensch. Und dann hat er sich hingesetzt und hat die Augen zugemacht, so wie sie ihm gesagt haben. Und das hat super funktioniert. Und er hat gesagt, wow, das fühlt sich total gut an. Und das war für mich sehr schön zum Sehen. Und vor allem ist der Mensch irrsinnig sensibel. Und vielleicht sogar zu sensibel für viele Dinge. Also, ja, das war irgendwie schräg. Zwei Gesichter. Irrsinnig ein lieber, herzlicher Mensch. Und dann aber eine ganz andere Seite. Also, das war. Aber wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit gehabt, ihn ein bisschen privat zumindest kennenzulernen. Und das war durchaus so eine Bereicherung. Ja, das ist spannend, wie du das gesehen hast und wie ihr das gesehen habt. Ich würde jetzt sagen, heute war es sehr beziehungslastig, aber es war wahnsinnig spannend. Können wir zum Abschluss vielleicht, weil der Chris hat seine Gitarre mitgenommen. Die Liz hat gesagt, ich glaube, du bist live erprobt. Du würdest noch einen kleinen Song zum Besten geben. Ja, machen wir das. Machen wir das noch und beschließen hier mit einem, wie war es für euch? Es war auch neu, zu zweit, so intensiver zu reden? Ja, schon, oder? Ja. Aber eigentlich war es nicht anders, als wie wir daheim auf der Couch sitzen. Stimmt, das ist ja wie so eine Couch. Ja, ist eine Couch. Unsere ist weiß, die ist braun. Und, nein, also es war... Therapie. Therapie? Couch-Therapie? Therapie bei Flo. Ich habe was dazugelernt. Du hast was dazugelernt? Ich habe schon was dazugelernt. Echt? Ja. Was? Ich habe ja selber mit der Kathi jemanden, der auch auf der Bühne steht. Und man fragt sie oft, Männer reagieren in gerade alkoholbeschwingten Situationen dann auch sehr direkt und machen eindeutige Angebote. Wie erträgt man das auf die Dauer? Mhm. Ist ja auch was, wo ich mich immer wieder finde. Mhm. Und da finde ich interessant, wie man diese Grenzen miteinander auch definiert und wie man die dann auch lebt. Und da habt ihr mir heute gezeigt, dass das eigentlich so ziemlich das Gleiche ist. Ja, schon. Ja. Cool. Deswegen haben wir auch ein Lied drüber geschrieben. Ja. Das Einzige gibt es. Und das hören wir jetzt. Das hören wir jetzt. Unfassbar. Wir haben so einen Flow heute. Das ist unpackbar. Hey, Flow. Hey, Flow. Manchmal kommt mir vor, dass du ganz anders bist als ich. Du gehst rechts, ich geh links. Und ich frag mich oft, wo führt es hin mit uns, wenn wir uns nicht verstehen? Weil ich will mit dir in dieselbe Richtung gehen. Ich red mit dir, du redst mit mir, aber wir nicht miteinander. Keiner hört zu, keiner gibt nach, keiner reicht die Hand. Du bist anders, anders als ich. Wir sind verschieden, deshalb brauch ich dich. Du bist anders, anders als ich. Sind ganz verschieden, deshalb brauch ich dich. Du bist
Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Danke, danke. Aber man muss ja dazu sagen, dieses Lied, und das ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen, möchte ich da jetzt noch eine Botschaft loswerden oder eine Message. Dieses Lied ist zwar über Beziehung, aber wenn man es nachher weiter reinhört, gibt es auch auf YouTube, geht es auch um andere Kulturen und dass jeder Mensch das Recht hat, hier auf dieser wunderschönen Erde zu leben und seinen Platz zu haben. Das ist vor allem in der Bridge dann so. Und es ist mir wichtig, sowas auch anzusprechen, weil es sehr verrückt ist im Moment in Europa und überhaupt. Und ich denke, es war jetzt ein wichtiger Sonntag. Ihr wart wählen? Wir waren wählen, ganz klar. Vor langer, langer Zeit haben sehr gescheite Menschen für dieses Recht gekämpft. Und es wäre blöd, es nicht zu nützen. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir wirklich alle zusammen ein bisschen zusammenrücken und unsere gemeinsame Zukunft auch gemeinsam gestalten. Jetzt sprach die zukünftige Bundespräsidentin von Österreich. Genau. Das wäre schon wieder ein eigener Podcast. Wirklich. Danke für heute. Bitte.